Ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Serie Das Shallow Reef, das Tagebuch zum Shallow Reef. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich euch zeigen möchte, erklären möchte und Fragen beantworten möchte, beziehungsweise Infos weitergeben möchte. Also genug Material für ein Video. In diesem Sinne, auf geht's. Ja, als erstes kommen wir zu diesem kleinen süßen Gerät hier, zum KH-Keeper. Da ist mir jetzt aufgefallen, über längere Zeit, dass ich wieder Ablagerungen an der Sonde bekomme. Und zwar ist ja nach dem letzten Update das Ganze umgestellt worden, dass nach der Messung das Messwasser mit der entsprechenden Reagenz drin dann dementsprechend im Glas verbleibt. Das haben die da, hat die Firma Refactory dafür gemacht, damit sich da unten an der Sonde nichts mehr ansetzen kann. Denkste Schätzchen. Bei mir funktioniert das in dieser Hinsicht nicht. Ich habe tatsächlich den komischen Effekt, also ich habe jetzt keine Verschiebung im Messwert vom KH, sondern ich habe eine Verschiebung im Messwert beim pH. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt nicht verstehe. Der pH-Wert wird falsch abgegriffen, falsch gezeigt, falsch abgelesen, wie auch immer. Relativ wurscht. Aber das Gerät selber misst tatsächlich den KH richtig. Verstehe, wer will. Ich tue es im Moment nicht. Ich bin da nicht der Chemiker im Hintergrund. Hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich da jetzt hier meine eigene Reagenz benutze. Weil zig andere Leute auch ihre eigene Reagenz benutzen und komischerweise dieses Problem nicht haben. Also irgendwie bei mir ein spezifisches Problem. Warum, weshalb, wieso? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht rausfinden können, warum, weshalb, wieso. Das mit der Reagenz funktioniert übrigens hervorragend. Wie gesagt, die Messwerte passen. Ich kann mich also nicht genug beschweren. Wer dazu die entsprechenden Mischverhältnisse und eine kleine schriftliche Anleitung haben möchte, kann sich auf aquamit.de, blende ich eben kurz ein, registrieren. Bei mir in der Gruppe Vipers Meerwasser ist die entsprechende Rezeptur abzugreifen. Ja, das erstmal zur eigenen Schleichwerbung hier. Aber wie gesagt, das Gerät macht seinen Dienst. Ihr seht es ja auch selber. Es steht soweit alles sehr gut. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, da komm ich gleich zu. Hat aber nichts mit dem KH zu tun. Der KH-Wert liegt soweit ganz gut. Ich habe momentan noch einen konsequenten Verbrauch von ca. 60 ml am Tag, den ich jetzt allerdings erhöhen muss, weil mein Gerät über jetzt über so Pi mal Daumen 3-4 Tage jeden Tag einmal 10 ml nachschießen muss, damit wir dann auch wieder auf dem Level sind. Heißt also, ich muss mir meine Dosierungen wieder angucken, muss wieder anfangen zu basteln, damit ich weiß, wo an welcher Stelle ich was dazugebe, um den Level relativ gleich zu halten. Aber das ist ja eine Sache, die mache ich recht gerne, weil wenn ich dann im Endeffekt meine Messkurve sehe, die kann ich euch mal eben mit einblenden, dann bin ich da eigentlich schon recht zufrieden mit. Also eine Schwankung von 0,1 bis 0,3 ungefähr, je nachdem, wenn da mal was im Argen liegt, da bin ich schon äußerst zufrieden mit. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, ihr seht, da unten stehen jetzt insgesamt auch drei Flaschen, N, C und P. P ist momentan abgestellt, weil ich dementsprechend Probleme hatte, nicht Probleme, mein Phosphatwert ist nach oben gegangen. Aus welchen Gründen auch immer. Neulich habe ich wahrscheinlich wieder mal zu viel an Mysis gefüttert und die sind ja richtig gehaltvoll und treiben mir hier tatsächlich in der Wassersäule den Phosphatwert ziemlich zügig nach oben. Und ja, das habe ich jetzt eingestellt. Ich fütter jetzt nur noch die Artemia und hier hinten über meinen Tetra-Mai-Feeder die entsprechende Granulat, das entsprechende Granulat von Dr. Basler, damit hier mein Seuchenvogel nicht so viel, ja genau, da ist er, nicht so viel Pünktchen kriegt, beziehungsweise unappetitlich für diese Pünktchen wird. Und das scheint recht gut zu funktionieren. Zudem ist hier in dem Becken ja auch, ich sage jetzt mal, relativ viel Ruhe. Die haben hier mehr Schwimmraum, die können sich besser verstecken. Der ist hier in diesem Becken wieder etwas gesünder geworden. Ob das jetzt an dem Futter lag oder tatsächlich an dem entsprechenden Schwimmraum,
das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Das kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr rauseruieren. Fakt ist, dem Onkel geht es wieder gut. Und ja, ich kann mich über meinen Fischbesatz sowieso nicht genug beschweren. Der wird jetzt demnächst ein kleines bisschen aufgestockt in Bezug auf Chromis und Antias. Ja, da muss ich leider sagen, einer aus der Viersener Mafia schmeißt das Handtuch. Nicht, weil er es nicht mehr kann, weil er keine Zeit mehr hätte, sondern tatsächlich aus Energiekostengründen. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Jeder so, wie er kann. Und wenn es halt nicht machbar ist, dann ist es eben so. Das Becken wird dann bald aufgelöst. Und ja, da kann ich dann dementsprechend ein paar Fische kriegen, die dann hier drin weiter arbeiten können, und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze im Endeffekt entwickelt. Ja, warum habe ich das C angeschlossen? Ja, wollte ich mal ausprobieren, ne? Weil, wenn ich jetzt bei ATI auf die Seite gehe, kann ich euch auch eben mal mit einblenden, dann ist ja beim Gesamtkonzept N, C und P wird dann dementsprechend, wenn ich meine Werte eingebe, das Wasservolumen, aktueller Nitratwert, aktueller Phosphatwert, etc. pp., dann kriege ich ja die entsprechenden Werte angezeigt. Wie gesagt, das P habe ich momentan stillgelegt, weil ich halt einen entsprechend hohen Wert habe. Momentan heute Morgen nochmal gemessen von 0,1. Ich habe das jetzt mal über 3-4 Tage so gelassen. Ich hatte, glaube ich, Dienstag habe ich die Messung gemacht und habe festgestellt, oh, bisher recht hoch. Und sind mir auch ein paar andere Kleinigkeiten passiert, komme ich gleich zu. Und habe dann gesagt, okay, dann machen wir am Samstag nochmal eine Messung, und der Wert ist konstant gleich geblieben. Heißt also für mich im Umkehrschluss, ich bin jetzt hingegangen und habe meinen Abschäumer jetzt wieder mal ein bisschen nasser eingestellt, und zum anderen habe ich ein kleines Säckchen mit Phosphatabsorber in meinen Wirbelbettfilter reingepackt, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich das nur vorübergehend drin haben will, weil ich durch dieses Säckchen ein kleines bisschen sag es mal, den Durchfluss bzw. die Effektivität herunternehme, weil ich nicht möchte, dass der Wert so schnell runtergezogen wird. Warum sollte er so schnell runtergezogen werden können? Aus dem einfachen Grund, weil sich mein Phosphat ja tatsächlich nur in der Wassersäule befindet. Ich habe hier keine Depots mehr drin, weil ich keinen Sand mehr habe, wo sich sowas anlagern könnte. Und da ich regelmäßig hingehe und mit dem Staubsauger hier durchgehe und meine Detritus, ich sag mal, Punkte absauge, habe ich somit auch keine Punkte mehr, wo sich dementsprechend Depots bilden können. Also, ergo, befindet sich das Phosphat, was zu viel ist, tatsächlich nur in der Wassersäule. Und das kann ich durch den Einsatz einer geringen Menge von Phosphatabsorber, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich relativ zügig über einen Zeitraum von 4-5 Tagen so langsam und sicher auf meine 0,8 oder 0,7 wieder runterziehen. Und da will ich im Endeffekt hin. Ja, alles in allem hatte ich ja eben gesagt, ich habe zwei, habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Ich habe zwei Korallen, die momentan so ein kleines bisschen rumschwächeln, beziehungsweise die dritte hat es leider nicht geschafft. Die dritte ist leider der Mini-Ableger, Stecknadelkopf groß oder zwei Stecknadelkopf groß war das Ding, von der Bugatti. Da weiß ich jetzt nicht, ob die das falsche Licht gehabt hat oder nicht. Ich muss heute Abend nochmal gucken, ob noch ein Stückchen da ist. Ich habe die nämlich jetzt hinten auf die Ablegerbank draufgepackt, die übrigens schon recht geil aussieht. Die ist schon sehr gut zugewachsen da hinten. Werde ich in den nächsten Tagen mal, ja, mit Zitronensäure oder ähnlichem dran gehen müssen, damit ich mit darunter das Gelb wieder rauskommt, weil das Gelb sah ja gar nicht ganz geil aus. Jetzt habe ich da hinten eine Kalkrotalgen-Ablegerbank. Ich habe die da hinten drunter gepackt, aus dem einfachen Grund, weil da hinten, das ist das Licht LPS-tauglich, beziehungsweise ich habe ja die linke Lampe von euch aus gesehen auf LPS eingestellt, und die beiden rechten hier laufen mit dem LPS-SPS-Programm. Es kann auch sein, dass ich so ein kleines bisschen zu viel Power drauf habe oder auch ein kleines Strömungsproblem, das weiß ich noch nicht. Und zwar Strömungsproblem aufgrund der Tatsache, ich habe ja hier hinten eine neue Koralle reingesetzt, die ich von dem Josef bekommen habe. Und die sitzt ziemlich hoch und bricht mir meine Strömung, die ich da in Richtung Mitte habe. Also müsste ich wahrscheinlich diese Koralle wegsetzen, damit da wieder Strömung drüber kommt, weil in der Mitte befindet sich mein lila Bäumchen.
Und dieses lila Bäumchen hat tatsächlich braune Spitzen, aber keine veralkten braunen Spitzen, sondern ja, es sieht aus wie verbrannt. Und ich vermute mal, dass das ein Strömungsproblem sein könnte. Gleichzeitig bin ich hingegangen und habe die Lichtintensität runtergesetzt, wobei alle anderen Korallen, die auf die höher stehen, zeigen solche Symptome nicht. Im Gegenteil, die haben Wachstumsspitzen. Also ich vermute mal, dass da hinten so ein kleines bisschen so ein Strömungsproblem herrscht. Und da werde ich jetzt gegen vorgehen. Wie gesagt, ich muss die Koralle wahrscheinlich versetzen, damit da hinten die Strömung auch vernünftig ankommt. Oder gegebenenfalls die Ocean Motion ein kleines Stückchen nach oben setzen. Werden wir mal sehen. Das ist so die nächste Baustelle, die ich noch zu machen habe. Dann habe ich ja hinten, blende ich euch auch noch eben kurz mit ein, die Beachbum und noch eine Montipora. Die Beachbum hat ein bisschen Farbe verloren, aber diesen Effekt Farbe verlieren in einem neuen Aquarium, den kenne ich von anderen Korallen hier. Wenn sie gerade frisch angefasst wurden oder neue Positionen gekriegt haben, dann kann es schon mal sein, dass die sagen, okay, jetzt verliere ich erstmal die Farbe und jetzt ist das Thema durch. Ich werde die wahrscheinlich irgendwo tatsächlich ins Riff kleben müssen, damit die eine feste Position kriegt und sich an diesen einen Punkt ans Licht gewöhnen kann. Und dann wird die auch wieder ihre Farbe zurückkriegen, weil das Nutrion N pumpe ich ja jetzt rein, das Nutrion C pumpe ich seit heute rein mit 6 Milliliter und dann schauen wir mal, wie das Ganze im Endeffekt dann noch zusätzlich auf das schon recht gute Polypenbild, was ich hier habe, dann sich auswirkt. Das ist der Plan. Ja, was haben wir noch? Ja, Thema Reinigung bzw. Thema Kratzer. Ich hatte ja einen Termin jetzt Anfang des Monats mit dem Florian Schuran gehabt. Der ist um 14 Tage verschoben worden. Heißt also, das Video kommt definitiv. Also wir machen dieses Video, er kommt hier hin und wir stellen euch das Gerät vor und machen einen kleinen Smalltalk hier vor Ort und ist nur um 14 Tage verschoben. Von daher, keine Panik, er kommt und wir werden dann hier dementsprechend auf der Couch so ein kleines bisschen, über Acrylbecken reden, wie man sie pflegen kann und wie man Kratzer vermeiden kann und ähnliches. Ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden und da geht auch nochmal ein recht herzliches Dankeschön an den Thomas Loch raus, der mich da mehr oder weniger in die Richtung geführt hat. Es geht sich um die Reinigung der Scheiben. Ich bin da bisher hingegangen und habe innen außen jeweils ein Magnet genommen. Und das dann dementsprechend mit Watte innen, außen, beziehungsweise zuerst nicht außen, sondern nur innen. Da hatte ich dann hier oben so leichte, das kommt drauf an, von wo man guckt, sieht man so ein bisschen, als wenn da wirklich so ganz hauchfeine Kratzer wären. So, da bin ich dann hingegangen, habe die Watte außen drauf gepackt. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, dass wenn man jetzt mit der Watte tatsächlich von Hand innen reingeht, dann bekommt man auch die etwas hartnäckigeren Stellen recht gut gereinigt. Heißt allerdings, dass du halt mit der Hand komplett ins Becken musst und alle Scheiben, die du halt wirklich klar haben möchtest, erreichen musst. Ich sag mal, bei meinem Tank hier ist das noch relativ easy, weil der schön flach ist. Aber wenn man eine 60er oder 65er Höhe hat oder eine 70er Höhe hat, dann wird die Sache schon interessant. Dann ist natürlich, ich sag mal, der Kratzer gefragt. Aber, sorry, aber tatsächlich mit der Watte ging das jetzt hier wunderbar und kann ich dann dementsprechend auch nur so weiterempfehlen. Ich mache das momentan so alle 3 Tage, gehe ich da durch, wenn dann die Scheibe so langsam anfängt hier anzusetzen, wie sie es im Moment auch wieder tut. Also es ist nicht ganz klar, das Becken. Blende ich euch mal eben dann hier so einen Blick von hier aus ein, wie es jetzt innen drin ausschaut. Und ich habe es gestern sauber gemacht und es setzt jetzt schon wieder an. Das sind die etwas höheren Nährstoffwerte eben. Und von daher muss ich ein kleines bisschen öfters ran. Aber Fakt ist, der Tipp mit der Watte von innen, mit der Hand, ist ziemlich gut. Und wer das noch weniger in die Biologie eingreifen möchte, so wie der Thomas das zum Beispiel tut, der kauft sich dann auch den dementsprechend langen Handschuh dazu, den man dann
der verhindert im Endeffekt, dass dann Körperfette oder Ähnliches dann noch ins Wasser mitkommt. Mache ich bei mir nicht, weil habe ich bisher keinen negativen Effekt sehen können. Vielleicht kann mir irgendjemand erklären, was das Ganze in so einem System hier dann tatsächlich macht. Ich weiß es gerade nicht. Ja, Thema Reinigung, somit von innen durch, von außen hat sich nichts geändert. Da mache ich grundsätzlich, gehe ich hin und einmal von außen mit Osmosewasser und einem ganz einfachen Küchenkrepp das Salz abwischen und anschließend hier halt mit einem feinen Mikrofasertuch, mit einem ganz weichen Mikrofasertuch die erste Schicht Wasser runterholen. Dann warte ich ein bisschen, bis das Ganze angetrocknet ist. Dann habe ich so einen leichten Film immer noch drauf. Den hole ich dann mit einem anderen Mikrofasertuch raus. Und dann hat sich das Thema Putzen dann im Endeffekt auch erledigt. Und das Becken sieht dann wieder ja, aus wie geleckt. Ja, wie gesagt, ich kann mich diesbezüglich nicht genug beschweren. Also ich bin immer noch geflasht, wenn ich hier reinkomme und das Becken sehe. Es ist schon eine Augenweide. Ja, kommen wir zu der kleine Misere, die mir passiert ist. Ja, ich hatte am Dienstag gemessen zu hohes Phosphat. 0,1, habe ich ja gesagt eben. Dann bin ich dann hingegangen, habe meinen Abschäumer ein kleines bisschen höher gestellt, ein bisschen nasser eingestellt, um mehr Material rauszuziehen und zu schauen, kriege ich es damit hin. Das ist so ein kleines bisschen in die Hose gegangen, weil ich den wahrscheinlich ein kleines bisschen zu nass eingestellt habe. Und das ist im Endeffekt, ja, ist er mir übergekocht und die ganze Schmodderpampe, die da drin war, zum Glück war es nicht viel, das ist ungefähr jetzt die Menge, die jetzt auch da zu sehen ist, ist mir wieder ins Becken reingegangen. War nicht so toll, weil hatte den Nachteil, dass ich den erstmal komplett neu einstellen musste und dann dementsprechend bin ich hingegangen und habe den erstmal wieder sehr viel niedriger einstellen müssen, damit ich so nach und nach den ganzen Schmodder wieder aus dem Becken rauskriege. Und jetzt ist er wieder da, wo er dann eigentlich war, bevor ich ihn höher gestellt habe. Das heißt also, jetzt müsste es auch mit den entsprechenden Mengen passen, beziehungsweise von der Einstellung her passen. Hat mir aber nicht viel gebracht, das Ganze. Im Endeffekt, weil der ganze Müll ja wieder im Becken war. Mein Phosphatwert ist trotz alledem bei 0,1 geblieben. Und deshalb bin ich hingegangen und habe jetzt heute ein kleines Säckchen mit Phosphatabsorber, wirklich nur eine kleine Handvoll, in den entsprechenden Wirbelbettfilter reingepackt, weil hat ja im Endeffekt den Hintergrund, dass ich hier keine großen Phosphatdepots mehr habe, die ich aussaugen muss. Aufgrund der Tatsache, dass ich tatsächlich keinen Sand mehr habe, kann sich auch nirgendwo tatsächlich was bilden. Das Einzige, wo sich dann vielleicht vorübergehend mal eine Kleinigkeit bilden kann, das sind meine Detritus-Sammelstellen, die sich mittlerweile aufgrund der Pumpeneinstellung hinten in der Ecke befinden. Da gehe ich hin und saug die mittlerweile komplett ab, mich hier mit meinem Eden 503, den ich da habe, also sprich diesen Aquarienstaubsauger in Großform, also nicht das Ding, was der Robert vorgestellt hat, sondern blende ich euch mal eben kurz mit ein. Die sauge ich dann im Prinzip ab, auch nach Reinigungsaktionen muss ich dann eine Zeit lang warten, bis sich dann alles an einer gewissen Stelle gesammelt hat. Und dann kann ich dann hingehen und kann das Ganze absaugen. Dann ist es raus, ist der Schmodder raus, aber die entsprechenden Stoffe sind wahrscheinlich dann noch im Wasser. Ja, das ist dann der Nachteil, wenn man mit so einem Gerät arbeitet. Die Sachen werden zwar aufgenommen, aber die flüssigen, gelösten Sachen bleiben natürlich dann im Wasser drin. Heißt im Endeffekt, wenn man es regelmäßig macht und die Depots, die sich dann da hinten, beziehungsweise die Sammelstellen, die nicht zu groß werden und sich da keine Depots drin bilden können, dann ist das auch kein Problem. Lasse ich das natürlich irgendwas außer Acht oder übersehe eine Stelle, die dann größer wird, und dann kann da sich an der Stelle natürlich auch Mist mit einlagern. Und wenn ich dann nur mit so einem, ich sag's mal, so einem Rundlauf mit einem Filter arbeite, der dann nur den Dreck da rauszieht, aber die entsprechenden anderen Sachen in flüssiger Form natürlich nicht mit rauszieht, weil ich keinen Wasserwechsel mache. Übrigens 5 Wochen ist der letzte Wasserwechsel tatsächlich her und passt soweit alles. Aber Fakt ist, es hat sich jetzt im Endeffekt tatsächlich nichts am Phosphatwert getan. Der ist nicht weiter hochgegangen, der ist aber auch nicht abgesackt, so wie er eigentlich sollte. Deshalb bin ich jetzt hingegangen und habe auch den Phosphatabsorber
eingebracht, Himmelsack und Wolkenbruch, eingebracht in den Wirbelbettfilter in einem kleinen Säckchen, dass er nicht zu viel zu schnell rausnehmen kann, weil, wie eben schon gesagt, ich habe ja keinen Bodengrund mehr, sondern das ist nur noch das Material, was in der Wassersäule ist. Und das ist relativ schnell gefiltert. Von daher muss man bei solchen Becken, bei einem solchen Setup hier dann auch drauf aufpassen, dass es nicht zu schnell geht. Ich möchte wieder runter auf eine 0,06 bis 0,07. Da ist so ungefähr mein Wohlfühlbereich und auch der von meinen Korallen. Und dann sollte das hier auch ganz normal weitergehen. Wobei ich tatsächlich nicht gemerkt habe, dass mein Phosphatwert angestiegen ist aufgrund, ich sag's mal, eines geringeren KH-Verbrauchs. Nö, im Gegenteil, der KH-Verbrauch ist hier sogar gestiegen. Ich habe es jetzt über 5 Tage hinweg beobachtet, dass der Keeper immer jeden Tag einmal 10 Milliliter zu unterschiedlichsten Zeiten nachschießen musste. Und das werde ich jetzt nachsteuern. Nachdem ich das jetzt so beobachtet habe, werde ich hingehen und das Ganze fest mit in den Dosierplan einarbeiten. Diese Menge, und dann sollte das ganze Thema dann auch eigentlich gegessen sein. Somit habe ich dann jetzt keine 60 Milliliter mehr verbraucht, sondern 70 Milliliter. Das ist dann schon, ja, langsam aber sicher wachsen die Korallen auch und irgendwo muss das Material dann ja auch hingehen. Ne? Der Calciumgehalt habe ich heute Morgen auch gemessen. Das waren so ungefähr 415 bis 420 da bin ich eigentlich auch recht mit zufrieden. Da ist im absoluten Normbereich, wo er hingehört. Und das passt auch soweit. Ja, kommen wir jetzt zu der Kategorie, habe ich gewusst, habe ich von gehört, setze ich ein, wusste ich eigentlich gar nicht so, dass ich es einsetze oder habe es verdrängt. Ich spreche von meiner USV und was dieses Gerät tatsächlich alles noch im Hintergrund kann und was ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Hintergrund der Sache ist, ich hatte mehrere Kontakte jetzt in letzter Zeit, die Probleme damit hatten, ihren Wasserstand im Schacht zu halten, wo der Abschäumer nicht richtig lief, der schäumte mal über, dann war wieder wenig, oder wenn er eine gewisse Grundeinstellung gemacht wurde, etc. pp. Funktioniert das nicht richtig. So, bei den Pumpen hier und da waren unter anderem auch Pumpen wie eine Aquabee UP5000 dabei, wo ich eigentlich gar nicht glauben kann, dass die so extrem reagieren. Aber wenn Stromschwankungen im Netz sind und die sind etwas höher, dann kann selbst so eine Pumpe dann mal dementsprechend mehr oder weniger Leistung bringen. Und ich sag mal, alle anderen Förderpumpen haben wahrscheinlich das gleiche Problem. So, ich habe jetzt hier eine ganz normale USV dran. Und was macht eine USV? Ja, genau. Sie sichert uns die entsprechende Spannungsversorgung für unsere Geräte. Und zwar auf dem gewünschten Wert, den wir haben wollen. 230 Volt mit der entsprechenden Voltampere im Hintergrund. Hier bei dem Gerät sind 2400 Voltampere, über 3000 Watt, die möglich wären, theoretisch, aber natürlich nicht notwendig sind. Was macht dieses Gerät? Ja, es sorgt dafür, dass unsere Verbraucher, die da hinter diesem Gerät hängen, im Endeffekt immer einen gleichbleibenden Stromlevel bekommen. Ja, und das ist genau die, in meinen Augen, die Lösung für die Leute, die ein entsprechendes Problem haben mit Stromschwankungen. Weil dieses Gerät kann diese Stromschwankungen auffangen, ausgleichen und tatsächlich die Geräte, die dahinter laufen, bekommen in der Regel immer den gleichen Strom. Von daher ist meine Empfehlung an euch, alle, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben, so eine USV kann euch helfen. So, jetzt kommt aber das große Aber. Wenn ihr natürlich da jetzt Rückförderpumpen dranhängt und einen Abschäumer dranhängt, die entsprechend groß dimensioniert sind, also sprich meinetwegen, was haben wir jetzt im Moment hier von einer Ablesemarke, läuft auf 88, 52% bei 36 Watt. So, 36 Watt und der Abschäumer liegt dann auch nochmal so um die 15 bis 20 Watt, habe ich jetzt keine Anzeige für. Ist aber so um den Dreh, sind wir bei ungefähr 60 Watt und die bei dieser kleinen USV, die ich hier habe, ist das natürlich ein kleines Problem. Ja, das wird nicht lange halten, wenn da der Strom ausfällt, dann habt ihr vielleicht eine Stunde, die Geräte vielleicht laufen würden und dann ist Feierabend.
Also ist die eigentlich nicht so gut dafür geeignet, den Stromausfall zu überbrücken. Aber sie ist definitiv dafür geeignet, euch einen konstanten Strom zu bringen. Und das ist die Sache, die ihr abwägen solltet. Ja, also dann wäre vielleicht als Sicherheit eine zweite USV gar nicht so schlecht, die ihr dann meinetwegen, wo er nur die Pumpen dran hängt. Und das würde dann dementsprechend auch in meinen Augen dann so funktionieren. Ja, das mal so als Info nebenbei. Sollte da jemand eine andere Information haben oder sollte ich hier Mist darüber erzählt haben, schreibt mich an, ich stelle es dann dementsprechend richtig, aber meiner Meinung nach sollte das dementsprechend so funktionieren, dass wenn ich ein Stromnetz stabilisieren möchte, das Ganze mit einer USV machen kann. Gut, was haben wir noch? Ja, aber mal abgesehen von all den Kleinigkeiten, die ich jetzt gerade angesprochen hatte, Probleme hatte etc. pp. Was wäre Meerwasser ohne Probleme? Kennt ihr ja das Spiel. Kann ich mich eigentlich allgemein hier nicht wirklich genug beschweren. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Futter reingeschmissen, damit ein bisschen Bewegung in die Fische kommt. Die Träger schwimmen ja den ganzen Tag nur träge durch die Gegend hier. Nein. Alles in allem, dieser Tank läuft zu meiner, ja, Überraschung, Zufriedenheit extrem gut. Ich kann mich also, wie gesagt, nicht genug beschweren. Wenn irgendwelche Sachen sind, kann ich tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass ich keinen Bodengrund drin habe, ziemlich gut eingreifen. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ich war eigentlich auch der große Verfechter vom Bodengrund. Aber aufgrund des Acryls lasse ich das lieber, weil ansonsten habe ich da schneller meinen Namen eingeritzt, als wie ich gucken kann. Ich habe hier und da, wie gesagt, kleine Probleme gehabt mit der Farbe von Korallen. Das wird aber meiner Meinung nach daran liegen, dass die Korallen sich erst an den Standort gewöhnen müssen. Habe ich mit Montiporen oder ähnlichem gehabt. Die sind hingegangen und haben erstmal komplett die Farbe verloren, beziehungsweise sind hingegangen und haben komplett sind die blass geworden. Das lag dann aber nicht an der am Nährstoffhaushalt, sondern einfach nur daran, dass ihr der Standort nicht ganz gefallen hat und sie sich erst neu gewöhnen mussten. Habe ich da hinten mit der Beachbomb, da hinten eine grün-rote Montipora, ist das gleiche Spiel. Und ja, aber ansonsten, alles in allem, ihr seht, es wächst und gedeiht. Ich habe tatsächlich einen Verbrauch von 60 Milliliter am Tag, der sich ja jetzt auf 70 Milliliter wahrscheinlich anheben wird. Also es geht konsequent nach oben, die Korallen wachsen und ich kann tatsächlich hier und da wahrscheinlich schon in absehbarer Zeit anfangen zu gärtnern, damit das Bild erhalten bleibt. Wie gesagt, hier an der Strömung hier muss ich noch ein kleines bisschen arbeiten. Entweder muss ich die Koralle da hinten umsetzen oder ich muss die Strömungspumpe etwas umhängen, damit ich hier über das Riff dann dementsprechend drüber pusten kann. Werden wir sehen, wie ich das löse, aber es muss gelöst werden, weil da halt in der Mitte die Koralle wahrscheinlich nicht genug abbekommt. So seht ihr, es ist immer etwas am Becken zu tun und mit Wachstum freuen wir uns und müssen aber dann gleichzeitig im Auge behalten, was passiert mit unseren anderen Korallen, vertragen sie sich miteinander, hat eine vielleicht ein Problem oder sonst was. Somit ist immer irgendwas hier im Becken zu tun. Ja, alles in allem, wie gesagt, ich kann mich nicht genug beschweren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, was es auch immer sein wird. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Danke fürs Zuschauen. Denkt daran, Daumen nicht vergessen, abonniert den Kanal, damit wir die 5000 gesprengt kriegen. Deshalb liegt dieses komische Handtuch hier vorne von Tunze. Ja? Da gibt es nämlich noch mehr von, wo das eine hier herkommt. Und die restlichen Giveaways sind eigentlich auch schon da. Also, so, off topic. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper.